Durch die Empathie habe ich ja ganz viele Gefühle, die ich bisher nie kennengelernt habe, auch kennengelernt. Man lebt hier eben halt nicht anonym, sondern trifft sich regelmäßig, macht gemeinsame Aktionen. Moin bei Mit Rahel unterwegs. Mich hat's heute in den Norden von Deutschland verschlagen, nach Hamburg. Hier bin ich wieder mit spannenden Leuten verabredet. Zuerst besuche ich Christoph in seinem Zuhörkiosk und dann treffe ich Heiko, der setzt sich für mehr bezahlbaren Wohnraum in der Großstadt ein. Habt ihr Bock? Dann kommt mit. Ich starte meine Tour in der Speicherstadt. Diese wunderschönen alten Lagerhäuser gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe. Früher wurden hier Tee, Kaffee oder Gewürze gelagert, heute gibt's hier viele Museen und Büros. Hamburg ist eine Stadt mit richtig viel Wasser, denn sie ist eine Hafenstadt. Sie ist über den Fluss Elbe mit der Nordsee verbunden. Mit der Bahn fahre ich zu meiner ersten Verabredung. Dafür muss ich 5 Stationen mit der U-Bahn fahren. Am besten nehme ich die U2. Noch schnell ein Ticket kaufen und los geht's! Mein Ziel ist ein Kiosk direkt auf dem Bahnsteig. Das ist nicht irgendein Kiosk, sondern der Zuhörkiosk von Christoph Busch. Hallo Christoph, ich bin Rahel. Hallo. Grüß dich. Sag mal, bei dir bekommt man ja hier keine Süßigkeiten oder Getränke. Was kriegt man denn an deinem Kiosk? Ein offenes Ohr. Mhm. Das heißt? Das heißt, ich höre zu. Ja. Und stellst du dann auch Fragen oder hörst du nur zu? Im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, wenn ich wie ein, obwohl ich die Leute gar nicht kenne und die mich nicht, wie ein guter Freund reagiere. Mhm. Im Laufe des Gesprächs kriegt man ja was mit, ja. Und dann reagiere ich auch darauf. Ich bin nicht wie ein Therapeut, ich bin ja auch kein Therapeut, der da sagt und nickt und sich seine Gedanken macht. Ich äußere meine Meinung auch, was natürlich nicht ohne Risiko ist, aber ich mache immer dicke Anführungsstriche. Worüber reden die Leute, wenn sie zu dir kommen? Gibt es da bestimmte Gesprächsthemen, die irgendwie immer wieder kommen? Die reden über alles, was sie woanders nicht erzählen können. Das ist wirklich tatsächlich der Hauptinhalt. Und meistens sind das unglückliche Geschichten. Wenn du gut drauf bist, kannst du das ja jedem erzählen. Mhm. Ihr konntet uns im Vorfeld auch wieder Fragen stellen, was euch an dem Zuhörkiosk interessiert. Und auf goethe.de, Twitter, Instagram und Facebook konntet ihr die Fragen stellen. Und Christoph, eine Frage kommt von Olena aus der Ukraine. Die wollte wissen, ob es lange Wartezeiten gibt, wenn jemand zu dir kommt. Nein. Also man kann ja anrufen, es gibt Telefonnummer oder E-Mail und sich fest verabreden. Es ist Gott sei Dank nicht so, dass hier eine Schlange sich bildet. Im Anfang war das manchmal so, das war dann aber auch viel Neugier. Ja. Aber wenn man ein ernsthaftes Gespräch will, anmelden und dann läuft das. Ja. Der erste Gast kommt, Klaus Dieter. Ich warte so lange draußen. Christoph macht das Projekt übrigens nicht allein. Er hat mittlerweile ein ganzes Team aufgebaut. Um die 14 Zuhörerinnen und Zuhörer wechseln sich ab. Hallöchen. Entschuldigung, die Störung. Ich wollte fragen, ob ich deinem Gast noch ein paar Fragen stellen dürfte. Was halten Sie grundsätzlich so von der Idee, dass es so einen Zuhörkiosk gibt? Die meisten Menschen sind verstummt und gehen einsam durchs Leben. Und bei vielen könnte ein freundliches Ohr und ein empathisches Ohr der erste Schritt zur Heilung sein. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Auftrieb gegeben. An Christoph habe ich aber auch noch ein paar Fragen. Nimmst du die Sachen dann viel mit nach Hause auch, dass du zu Hause dich das beschäftigt? Oder kannst du da auch gut dann abschalten wieder? Im Anfang habe ich immer gesagt, nee, ich nehme nichts mit nach Hause, weil es mir zu Hause gut geht und das was ganz anderes ist. Aber dann habe ich gemerkt, das stimmt nicht. Nicht, dass ich krumm nach Hause gegangen bin, sondern durch die Empathie habe ich ja ganz viele Gefühle, die ich bisher nie kennengelernt habe, auch kennengelernt. Und die habe ich mit nach Hause genommen und dafür bin ich auch dankbar. Ein Leser aus Portugal, der wollte auch wissen, ob du die ganzen Geschichten vielleicht auch sogar in einer Art Buch zusammenfassen willst. Ja, da bin ich gerade bei und das ist gar nicht so einfach. Mhm. Geschichten werden nach gemeinsamen Ursachen zusammengefasst, aber es geht auch um mich dabei, was ich gelernt habe. Ich hatte ja das nicht vor. Und was ist mit mir passiert hier unten? Was ist denn auch mit dir passiert? Oh, ich habe mehr Gefühle als vorher. Mhm. habe viel darüber gelernt. Ja, also das Geschichten sammeln ist so ein bisschen in den Hintergrund getreten, sondern das Gefühle sammeln.
dass man bei Christoph sofort merkt, dass er einfach sehr, sehr gut zuhören kann und dass man dem auch einfach, ja, gerne erzählen will. Und was ich auch super interessant finde, ist, wie die Menschen auf den Kiosk reagieren. Die bleiben alle kurz stehen, gucken sich das an, fragen sich, was das ist. Und ich glaube, dass das einfach sehr, sehr gut ankommt. Hamburg ist mit ungefähr 1,8 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt Deutschlands, nach Berlin. Das neueste Wahrzeichen hier ist dieses moderne Konzerthaus, die Elbphilharmonie, kurz Elfi. Die Plaza kann jeder kostenlos besuchen. Von hier aus hat man einen tollen Ausblick auf die Stadt. Guck mal, von hier kann man auch den Hafen sehen. Apropos Hafen, hier bei den Landungsbrücken auf St. Pauli gibt's die berühmten Fischbrötchen. Wenn ihr in Hamburg unterwegs seid, hört ihr wahrscheinlich oft das typisch norddeutsche Moin. Moin kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit sagen. Das heißt nämlich nicht morgen, sondern kommt laut Duden aus dem Niederdeutschen und heißt so viel wie gut oder angenehm. Jetzt bin ich im angesagten Schanzenviertel oder kurz Schanze. Das Viertel ist multikulturell und alternativ. Hier gibt's leckeres Essen und coole Bars. Die Bierbänke vor den Kneipen sind heiß begehrt. Für mich gibt's statt Bier aber lieber Eis. Für mein nächstes Treffen habe ich schnell noch Brötchen besorgt, denn ich bin zum Essen eingeladen. Das hier ist nicht einfach irgendein Wohnhaus, sondern ein alternatives Wohnprojekt. Was das bedeutet, das erklärt mir bestimmt gleich Heiko, der wohnt nämlich hier. Hallo Heiko, ich bin Rahel. Heiko, das hier ist wunderschön und ein alternatives Wohnprojekt. Aber was genau heißt das? Dass wir hier zusammen gemeinsam das Haus verwalten, arbeiten gemeinsam machen, gemeinsame Fokühe, also Volksküche nennt sich das ja, machen und eben halt günstigen Mietraum haben und unsere Mieter selbst aussuchen können. Ja. Wodurch kommt das, dass die Miete hier günstiger ist als in anderen Mietshäusern? Ja, eben halt dadurch, dass wir eben halt selbst verwalten, das heißt viele Arbeiten erledigen, die sonst über eine Hausverwaltung gemacht werden müsste. Und eben halt, dass keine Rendite erwirtschaftet werden muss für irgendwelche Aktionäre, die sonst vorsitzen. Ja. Wem gehört das Haus hier? Das gehört einer Haus GmbH, die zum einen Teil von unserem Hausverein mit 51% besetzt ist und zum anderen Teil mit 49% vom Mietshaus-Syndikat eingestiegen ist. Ja. Genau, ihr seid Teil dieses Mietshaus-Syndikats. Was genau ist das? Ganz kurz umrissen ist es so, dass das Mietshaus-Syndikat mit in die Wohnprojekte einsteigt und damit ein Veto ausüben kann, dass die Häuser nie wieder verkauft werden können. Und was ist die Auswirkung davon, dass die Häuser nie wieder verkauft werden können? Dass die Miete ewig günstig bleibt. Und über unsere Miete, selbst wenn unsere Kredite irgendwann komplett abbezahlt werden, über unsere Miete wird nicht auf Null runtergesetzt, sondern damit finanzieren wir dann die nächsten Projekte im Mietshaus-Syndikat. Gemeinschaftlich leben heißt auch gemeinschaftlich anpacken. Fürs Essen muss erstmal der Hinterhof auf Vordermann gebracht werden. Und ich darf mithelfen. In den beiden Häusern in der Vereinstraße wohnen mehr als 25 Menschen aus allen Altersgruppen. Von Kindern bis Rentnern sind alle vertreten. Du wohnst seit 2005 hier und du seit über 30 Jahren, ne? Also 30 Jahre dieses Jahr. Wahnsinn. Und du bist die Jüngste. Ja. Also neu dazugezogen. Vielleicht auch die Jüngste. Ja. Heiko, ihr scheint euch ja schon alle hier ganz gut zu verstehen. Was würdest du sagen, ist das Besondere an eurer Nachbarschaft hier? Dass wir uns eben halt über Jahre schon kennen. Man lebt hier eben halt nicht anonym, sondern trifft sich regelmäßig, macht gemeinsame Aktionen. Kann sich ja auch vom Balkon auf den anderen Hallo sagen. Ja, man trifft sich auch regelmäßig zum Kaffee auf dem anderen Balkon und so. Ja. Das ist schon ein anderes Verhältnis als mit anonymen Nachbarn. Ja.
Also ich kann es total gut verstehen, dass man aus so einer Wohnung nicht mehr ausziehen will, vor allem auch mit der Nachbarschaft und dass man dann einfach sehr lange da drin wohnt. Und ich finde es halt super, dass sich Heiko und die anderen für mehr bezahlbaren Wohnraum einsetzen, weil sich viele so eine Wohnung in dem Viertel sonst gar nicht leisten könnten. Hamburg ist echt eine wunderschöne Stadt und ich durfte beeindruckende Menschen treffen. Christoph, der mit seinem Zuhörkiosk einen neuen Ort des Austauschs geschaffen hat. Und die Leute aus der Vereinstraße, die eine ganz besondere Hausgemeinschaft sind. Und damit ist mein Besuch in Hamburg leider auch schon wieder vorbei. Aber schon bald geht's für mich in den Süden Deutschlands, nach München. Da schaue ich mir an, was die Münchnerinnen und Münchner machen, um ihre Stadt noch lebenswerter, grüner und sozialer zu machen. Ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid bei Mit Rahel unterwegs. Bis dann, tschüss.